Ziel war immer Olympia. Wir haben Weltmeister, Europameister, viele Schweizer Meister, aber noch nie Olympia. Olympia ist nur alle 4 Jahre. Und letztes Jahr war Max Feudel bei uns im Team. Habe gedacht, mit Feudel gehen wir nach Tokio. Dann Feudel hat sich qualifiziert und Österreich hat uns Feudel mit Geld weggeholt. Und ich hatte wieder keine Olympia. Jetzt, dann wollte ich aufhören, habe gedacht, jetzt ist genug von meinem Alter. Ich mache 25 Jahre, jetzt ist fertig. Und dann habe ich in Nove Mesto, Petr ist zu mir gekommen und Jan Butala, haben wir gesprochen. Und ich möchte nach Paris, ich brauche ein exklusives Team. Und dann hat es super gepasst. Zuerst habe ich gedacht, ich habe Superior schon gekannt, ja, Superior Bikes, aber nicht so studiert, ist das ein gutes Bike oder nicht. Dann haben wir das bekommen und ich habe die Geometrie studiert und gesagt, dieses Bike muss funktionieren, weil die Geometrie, die stimmt ganz genau, wie ich es mir vorstelle. Haben wir das Bike bekommen, wir sind es gefahren und wir waren nur begeistert. Und ich hätte nie gedacht, wo ich es aufgebaut habe, fix fertig mit Pedalen, mit Pedalhalter, mit Nudeln in die Reifen, mit Milch, dass das so leicht ist, so perfekt und so leicht. Und wir sind fix fertig, fahrfertig, mit absenkbarer Sattelstütze, 10,2 bis 10,4 Kilo. Das aber nicht so fährt, sondern schnurgerade. Und ich war dann so happy, weil ich zuerst gedacht habe, ja, ist ein Bike wie alle anderen. Aber es ist, glaube ich, ohne übertreiben sagen zu dürfen, es gehört zu den 3 besten Bikes auf der Welt. And for everybody is clear who know us, JB is there. And JB means that team is Joe and Lisa Broder. Joe and I do that for passion. We live with our team, in our team. That's what we do. Dann habe ich gedacht, wenn wir Superior haben, müssen wir ein Elite-Team sein, nicht UCI-Team. Wir müssen zu Top 15 gehören. Da muss ich dann schauen, ich brauche Punkte. Da habe ich Gregor geholt und Charlie geholt, habe ich gemerkt. Dann hat Israel mich gefragt, ob ich Tomer ins Team nehme. Und jetzt bin ich voller Motivation, jetzt will ich nach Olympia. Das ist das Ziel.